Hallo Leute, ja, wir sind hier in der Kettemers-Mühle Chemiefabrik. Da ging es darum, dass wir hier mehr Zulieferung brauchten, glaube, ne, weil wir irgendwie nicht genügend Öl produzieren, beziehungsweise nicht genug Öl haben, um das zu produzieren. Da müssen wir mal in dieser Folge reinschauen, wie wir da weiter vorankommen, damit hier mehr geliefert wird, damit mehr produziert werden kann, ne? Schauen wir mal gleich nach dem Logo. Ja, das ist hier schön, dass die das alle abholen, anliefern, aber wir haben hier noch das Problem, dass die, sag schon, hier Lieferanten haben. Bofzen. Okay, Bofzen ist da. Vom Bofzen aber holen wir ja schon Öl, ne, oder? Ja, da machen wir ja den Transport. Aber warte mal, wenn Bofzen doch auch schon transportiert. Dann, wir haben letztes Mal hier hinten Pellington irgendwie aufgerufen. Das wäre weit, weit weg, aber das brauchen wir ja gar nicht. Wir können ja hier in Bofzen einfach das ist ja eine Ölraffinerie. Das heißt, wir können ja hier noch den Lieferanten gucken. Wo kommen die denn weg? Dörren war ja nebenan. Das ist ja schon angeschlossen. Rühlkamp ist auf der anderen Seite von der Karte, also schlecht. Kettemers Mühle ist gar nicht so weit weg, nur hinterm Berg. Gibt es da eine Straße hin? Hier lang, hier lang. Ja, da würde es schon mal eine Straße hingeben. Das könnte man also auf jeden Fall hier anschließen. Wenn dann, ist weit, weit weg. Und zwei wahrscheinlich, obwohl zwei wäre gar nicht mal so schlimm, weil zwei liegt definitiv am Wasser. Könnte man rein theoretisch mit dem Schiff hinfahren. Und Hafen haben wir ja sowieso schon hier Anlagen. Und da die das eine Öl ja, sag schon, hier Öl sowieso hin und her transportieren, wäre diese Kette ja schon gegeben. Das heißt, man bräuchte hier nur einen Hafen machen und das Öl dann dahin bringen. Wo war jetzt dieser Anleger? Ist das noch? Nee, weiter bin ich. Ach, hier ist es. In der Ölquelle 2. Lass mal gerade nochmal unsere Bofzen. Ne, Dörren war es nicht. Diese war es, ne? Bofzen, ne, Bofzenhafen ist auch nicht hier. Da ist unser Öl. Welche Lieferanten waren das? Winden 2, dann haben wir Schemmerhofen, Ölquelle. Die ist sogar schon erschlossen. Aber die brauchen wir woanders für im Endeffekt. Und Kleesten ist zu weit weg im Endeffekt. Das heißt, wir würden jetzt Winden Ölquelle 2 in Hafen hinbauen wollen. Die haben hier tatsächlich schon eine Straße am. Das heißt, ein Schiffshafen. Für Güter, Güterhafen sozusagen. Na. Nee, da nicht drehen, da auch nicht drehen. Shit, jetzt habe ich es wieder. Wer war drehen? Rotate ist die Karte. M ist es, naja, und N. Das heißt, man müsste es so anschließen hier. Geht aber irgendwie nicht. Ah, hier wird es gehen. Würde denn der da auch mit abgedeckt sein? Sieht man jetzt gar nicht, ne? Ist der verbunden? Irgendwo kann man das doch sehen, ne? Okay. Wir müssen hier auf jeden Fall ein großes Terminal bauen. Kleine Anlegestelle, ne, baue ein großes Dock. Da bin ich doch hier, ne? Seiteneingang. Großer Dock. Na hier, da, der gefällt mir. Und dann kann ich hier die Anlegestelle für die dahin machen. So, das würde funktionieren. Das heißt, ich könnte jetzt Öltransport von da nach da oben machen.
Hafen war hier unten, ne? Depot. Werft. Keine Ahnung. Cargo. Können wir Rohöl nehmen. 27 km/h. 200. 240. 350. 376. Der ist sogar schneller. Kaufen wir. Neue Linie. Dann müssen wir hier zum Rohölhafen. Und dann fährt er dahin. Und dann war das so richtig? Ja, ich glaube schon. Dahin. Jetzt haben wir wieder so ein Schiffsproblem. Oh, wo ist hier das Problem wieder? Also die können doch alle fahren, oder? Meine Güte, ey. Das mit dem Schiffsproblem, das ist echt der Hammer. Lass mal gerade hier reingucken. Wolfenhafen konfigurieren. Da ist ein großer, ne? Ja, ich glaube schon, das ist der da. Warum kann hier kein Schiff mit langfahren, ey? Also hier geht es definitiv, das wissen wir. Und eigentlich geht das hier hinten noch auch. Wir haben doch hier auch schon große Schiffe fahren. Von hier hinten kommen noch große Schiffe, oder? So, hier ein Schubschiff. Oh Mann, ey. Wo ist denn jetzt der Hafen da? Terminals. Gibt es hier eine Übersicht? Tarantools brauche ich. Ich brauche jetzt eine Ansicht. Städtestatistik, Industriestatistik. Stationsstatistik, Fahrzeugstatistiken. Ganz viele tolle Sachen. Schiffbare Gewässer. Aha. Das sind alles schiffbare Gewässer und die sind alle grün. Das heißt, alle können auch überall lang fahren, ne? Baue Brücken über Flüsse mit geringer. Genügend Höhe, ja, das ist mir. Ach, warte mal. Ist das diese Brücke hier vielleicht? Nein, kann nicht sein. Wir haben schon Schiffe, die da lang fahren. Das ist ein Witz in dem Spiel. Linie 27, Linie verwalten. Weg. Wo ist das Schiff? Fahrzeug verwalten. Noch kein Fahrzeug drauf. Wo ist das Schiff? Hier war es. Da ist es. Linie 27. Weg zur Haltestelle kann nicht gefunden werden. Kein Weg für große Schiffe. Ein Weg wurde gefunden, welcher jedoch nur von kleinen Schiffen benutzt werden kann. Okay, das heißt, wir machen es ganz einfach so. Ich verstehe es zwar nicht, aber naja, wir werden es sehen. Ne, abreißen ist nicht. Absenkungstool. Das brauchen wir aber größer. Und Stärke, wie ist das? Und Rotation bräunig.
Falls es mit dem Drehen das Problem sein sollte, dann haben wir das jetzt hier auch geändert, ne? So. Schiff 9. Fahrzeug verwalten. Neue Linie, Linie 27. Sagt da immer noch, geht nicht. Aber hier fahren Schiffe lang, die das können. Was ist das für ein Schiff? Das ist dieses. Kann man auch sehen, was das für eine Schiffsart ist? Da steht nur Schiff 3, ne? Zustand mittelmäßig, Emission 79. Sehe ich hier irgendwo, wie das Schiff heißt? Nein. Oh Mann, ey. Das sieht so aus, ne? Warte, hier ist es. Und das? Warum kommt jetzt nicht das gleiche, was ich hatte? Das sieht etwas größer tatsächlich aus. Aber das soll uns jetzt auch egal sein. Weißt du was? Wir machen das jetzt ganz einfach hier. Die Fahrrinne da ausgebaggert und alles ist gut. Das haben wir schon alles groß. Na, viereckig finde ich jetzt nicht so prickelnd. Keine Ahnung, was das jetzt ist, was wir machen müssen. So. Richtig schön ausgebaggert. Machen wir jetzt hier auch noch, falls das das Problem ist, aber ich glaube, das ist alles Quatsch. Hier fahren schon große Schiffe, bin ich von überzeugt. Hier fahren auf jeden Fall große Schiffe. Und diese Brücke ist dafür auch da, oder? Oder haben wir hier ein Problem, weil die doch nicht so hoch ist und wir haben Mast auf dem Schiff? So, nochmal das Schiff dann raufgerufen. So. Nee, kommt wieder die wichtige Meldung. Er sagt mir, hier ist das Problem. Aber jetzt sag nicht, das ist. Jetzt pass auf, das liegt daran. Linie 27 muss ich jetzt verwalten. Und jetzt pass auf, das ist der Anleger, der das Problem ist, oder? Linie verwalten. Jetzt pass auf, jetzt geht das. Mann! Wetten? So sieht's aus. Oh Mann, ey. Naja, jetzt haben wir die Fahrrinne auch noch ein bisschen ausgemacht, dann haben wir weniger Probleme, ne? Richtiger Blödsinn eigentlich, ne? Aber wir müssten die Fahrrinne, die Linie können wir gerade noch mal anpacken, weil
Linie verwalten und hier oben bitte vollladen. Vollladen einer Fracht auf jeden Fall. Und was wir überlegen könnten, ist jetzt das. Warte, wird denn überhaupt angeliefert? Da habe ich jetzt gar nicht so drauf geachtet. Ich hoffe, da wird jetzt was hingelegt. Hat das Verbindung mit dem? Sieht man das? Sieht man nicht, ne? Bau nicht möglich, alles klar. Warte mal, mach mal so. So. Aber jetzt weiß ich immer noch nicht, ob da was hingemacht wird oder nicht. Ist das hier schon was? Nee, ne? Wenn ich jetzt hier anklicke, wird es jetzt weiß. Das heißt, jetzt ist durch die Straße das verbunden. Vorher war es wohl nicht verbunden. So, jetzt müssen wir nur gucken. Abnehmer ist klar. Bofzen ist hier, das hatten wir geklärt. Das heißt, eigentlich müssten da jetzt, ich glaube, da sind auch schon die ersten Container, ne? Ja, beziehungsweise Tanks und Fässer kommen da jetzt hin, das passt schon mal. So, und jetzt hatten wir aber hier ja noch irgendwo so eine kleine Ölraffinerie, ne, oder? Also die wäre ja noch möglich, ne? Ölquelle. Transport da, aber hier steht nur 194. Ist das, weil die könnten eigentlich auch da was hinbringen? Hm, gute Frage, ne? Produktion und Versand ist klar und das, ja. Lassen wir erstmal so. So, Abnehmer war Bofzen. Ölraffinerie, da wollte ich hin. Jetzt wollte ich Lieferanten haben. Und kurz gucken, Dörren ist da, das machen wir ja sowieso schon. Die Windenergieölquelle 2, nee, ist doch, ist 1 ist hier. Okay, nee, das ist jetzt diese. Das war da. Rückkampfölquelle. Die ist zu weit weg. Kettemers Mühle ist da. Da müsste man überlegen, ob man nicht dahin fährt sogar. Zu diesem Hafen wäre Kettemers Mühle zu weit weg. Windenergieölquelle ist hier. Die hätte auch noch Kapazitäten frei. Ist die Frage, ob wir das dann dahin bringen würden. Straße wäre ja möglich, bis hier auf jeden Fall. Dann noch die Straße verlängern nach da. Dann könnte man das Öl mit LKWs auch da notfalls rüberbringen. Beziehungsweise könnt ihr auch einen Zug hier hin machen. Dann müssen wir nur zweigleisig umbauen, ne? Ja, würde ich mal nochmal überlegen, ne? Weil wir kämen bis hierhin mit dem Öl, dann können wir das Stück rüberbringen. Die Strecke war eigentlich, glaube ich, nur dafür da, dass wir einen Zug von dem Depot da hinten hier hinbringen. Aber wir könnten hier auch einen Hafen, einen Bahnhof bauen. Vielleicht könnte man Windenergieölquelle dann noch anschließen. Wo war jetzt Bofzenölquelle? Ist das die? Ja. Wer war noch Lieferant? Schemmerhofen sind hier, okay. Dann müsste man hier noch ein Gleisdreieck machen. Dann könnten die das sogar auch noch da hinfahren. Könnte man auch noch überlegen. Und hier, die müssten dann nur nach da fahren und dann können die das auch noch mitnehmen. Ja, weiß ich nicht. Müssen wir in der nächsten Folge überlegen. Ne? Ich sag mal erstmal recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao. Ist das unser Schiff hier? Nein, Linie 33.